diese Ding lang gehen? Ja, tatsächlich. So kann ich ungesehen an denen vorbei. Siehst du? Habt ihr doch gesagt, dass es eine blöde Idee war, diese Purity First Arschlöcher bei uns wohnen zu lassen. Ja, aber das war leider nicht unsere Entscheidung. Außerdem haben sie Miete gezahlt, wie alle anderen auch. Also das Problem. Komm schon. Die Ärsche haben uns das Blaue vom Himmel versprochen, wenn wir uns ihnen anschließen. Und das Einzige, was wir davon haben, ist, dass wir alle getötet werden. Du bist doch bloß neidisch, weil sie dich nicht genommen haben. Nach der Scheiße, die sie bei ihrer Operation in Milwaukee Junction gebaut haben, die hätten den ganzen Laden einfach mit allen Scheiß-Robo-Brüdern in die Luft jagen sollen. Senders, so. Warum erwähnst du ihn dann? Mal gucken, ich geh erstmal darüber. Hat sich was bewegt. Fuck. Seht ihr irgendwas? Ah, die dürften mich nicht sehen. Oder kommt der hier durch? Nope. Glück gehabt. Nicht entdeckt worden. Das war zwar etwas knapp und riskant. Bist du wieder auf sie? Hier ist nichts. Wir müssen jetzt uns halt hier verdeckt halten. Hier werde ich jetzt wahrscheinlich so gut wie niemanden ausschalten. Jetzt warten wir erstmal ein bisschen. Patience. Und dank des Autosaves könnte ich, wenn ich jetzt was verhunzt habe, hier neu laden. Komm schon. Okay, hau mir halt so ab, bevor der mich bemerkt. Schwachkopf, jetzt mal ehrlich. Wenn du Augmented gar nicht so übel findest, warum bist du denn nicht Skinner? Denk mal drüber nach. So, an denen sind wir auch vorbei. Das ist halt der Vorteil bei dieser Mission. Mann, du kannst hier nicht weg. Die Tür muss rund um die Uhr bewacht werden. Ist das klar? Schon kapiert, Mann. Der Raketenwerfer ist astrein. Eine kleine Überraschung für die MCBs und keiner greift sich den Kapitän. Okay, passt auf. Hier muss ich aber an der Stelle auf meinen Cyberboost-Paket, zu greifen, um durchzukommen. So gut. Die einfach hin und wieder nach, falls jemand versucht, über die Lüftung einzukommen. So, schleichen wir uns mal hier weiter. Und einmal hier herum. Damit haben wir das meiste schon abgeschlossen. Jetzt warten wir erstmal, bis der hierher kommt, weil den könnten wir ausschalten. Scheiße, der liegt jetzt. Oh, scheiße, da habe ich einen Fail gemacht eben. Oh, fuck, fuck. Jetzt muss ich das neu laden. Weil der Kunde in meine Nähe kam, hatte ich Probleme, an dem vorbeizugehen. Man muss die Zeit nutzen, während die da quatschen, um voranzugehen. Weil sonst erwischen sie einen. Das ist halt das Problem. Kann die aber auch aufscheuchen, indem ich einen betäube und dann suchen die an der falschen Stelle nach mir. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir kämpfen uns den Weg jetzt so hier durch. Du Schwachkopf. Jetzt mal ehrlich. Wenn du würden die das hier nicht so machen? Findest, nee. Haha, geil. Das war auch mal ein Experiment wert eben. Ob die das sehen. Mann, du kannst hier nicht weg. Die Tür muss rund um die Uhr bewacht werden. Ist das klar? Schon kapiert, Mann. So, jetzt habe ich es gleich noch hier rein. Hier durch. Und ich glaube, das müsste es jetzt fast gewesen sein. Laut meiner Map ist da irgendwo aber einer. So, ist dahinter. Ah, hier ist auch die Kanalisation, genau. Das wäre der Alternativweg, um hier reinzukommen. Wie gesagt, ich bevorzuge aber die direktere Variation. Die hat mehr Challenge. So, das ist das Waffenlager. Können wir uns noch ein bisschen bedienen. Nehmen wir mal das Munitionskapazitätsding und das rüsten wir auch gleich aus. Kombinieren mit der... Ich habe gesagt, wir behalten nur die Pistole. Das könnte ich also später abgeben. Was haben wir denn hier? Laserzielsystem. Kombinieren auch mit der Pistole. Klar. Wenn ich jetzt mein Inventar ein bisschen aufräume,
kann ich auch noch mehr Sachen mitnehmen. So, bewegen wir dich dahin. Dich bewegen wir mal dahin. Dich dahin. So, dann können wir dich auch bewegen, und zwar dahin. Dann kann ich noch was mitnehmen, wenn ich hier was will. Standardgewehr, Maschinenpistole. Nehmen wir jetzt mal die Muni mit, damit wir auch genug Sachen haben zum Verticken. Oh, mit der Granaten. Das wird nämlich... Waffenlieferung. So. Muss ich nur noch einen Weg hier rausfinden. Ohne gesehen zu werden. Wo steht denn dieser Kunde? In der Ecke? Irgendwo hier ist einer. Ach, der ist hier oben oder was? Egal, wir haben uns an dem vorbeigemogelt. Ich liebe Stealth. Da kommt einer. Kommt der bis hierher? Nee, nicht ganz. Dann kauen wir uns erstmal hier hin. Der ist nur urinieren gegangen hier. Schalte ich den jetzt aus. Je weniger Zeugen ich habe, desto besser. So. Ich muss aber leider darunter. Die zwei da auf der Couch sind mein größtes Problem noch. Hey, Roman, ich dachte, wir hätten Kabel. Warum kriege ich hier nur Pikes News rein? Ist das Einzige, was wir empfangen. Seit dieser Purity-Heini aufs Dach geklettert ist und an der Antenne rumgespielt hat. Cyberboost-Energie. Den hast du in die Nähe des Helipads gelassen? Hat gesagt, er schaltet uns den Pornokanal frei. Und das hast du ihm geglaubt, du Vollidiot. Obwohl, ich kann auch an denen so vorbei, glaube ich, ne? Ich muss nur darüber. Okay. So. Hier hoch. Und die haben gar nicht mitbekommen, dass ich in deren Wohnung war. ich liebe dieses Spiel für solche Stealth-Abschnitte. Hier hoch. Hier oben. Genau. Dort, wo es piept, haben wir jetzt eigentlich die schwierigste Stelle. Und da wir hier wieder auch so ein bisschen Trial Error haben, werde ich einfach mal neu speichern. Zum einfachen Grund. Wir kommen jetzt nur weiter, wenn wir für einen großes Badabooms sorgen. Dann, das sind Bewegungssensoren an dieser Mine. An diesen Minen. Deswegen werde ich jetzt ordentlich fett sagen. So. Scheiße. Nicht alle kaputt gegangen. So, dada. Jetzt haben wir erstmal für Ablenkung gesagt. Aber ich muss da leider auch durch. Ich weiß, dass da was war. Warten wir mal ab, wo der lang geht. Wenn der nur da stehen bleibt. Die sind auf jeden Fall da unten aufgescheucht, alle. Das ist jetzt die schwierigste Stelle eigentlich, hier durchzukommen. Ohne die dabei zu killen. So. Schnell weg. Bevor dein Buddy kommt. Weil an dem muss ich jetzt noch vorbei. Dass die da unten auch mit alarmiert sind, ist eigentlich egal. So.
wie das aussieht. Okay, hier kannst du liegen bleiben. Hier störst du mich nicht weiter. So. Ah, der Kunde, der kommt jetzt hierher. Da machen wir Folgendes. Wir haben ja jetzt genug Cyberenergie bekommen. Machen wir uns erstmal unsichtbar. So, halt, 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 halt. Und klatsch dich. Gut nach. So, damit habe ich eigentlich, glaube ich, mein Problem schon ausgeschaltet, das mich jetzt verraten könnte. Fernseh mal aus. Müsst ihr auch keine Rundfunkgebühren bezahlen. So, hier ist der Störsender. Den muss ich nur noch beseitigen. Mich dann verstecken. Ach, das ist ja nur ein einfacher Code. Stufe 1. Gut, dann hacken wir das doch mal eben. Komm schon. Jetzt muss ich schon warten, weil ich will den Bonus mitnehmen, wenn ich schon mal hier bin. Wir haben genug Zeit. Ist machbar. Lalalala. So. Boss, ist die Hintertür immer noch offen? Nein. Gute Arbeit. Frank hat gerade durchgegeben, dass alles okay ist. Jetzt müssen wir die Mistkerle finden, die uns angegriffen haben. Farida, sind Sie in Bereitschaft? Verstanden, Boss. Jensen, hören Sie mich? Laut und deutlich. Bleiben Sie in der Nähe der Antenne. Pritchard hat mir die Koordinaten übermittelt. Ich hole Sie ab. Das machen wir noch nicht. Ich muss mich jetzt wieder runterschleichen, weil ich da unten noch was zu erledigen habe. Dann kümmern wir uns um den Abschluss mit Farida. Oder ich experimentiere mal was. Zur Not, ich habe ja abgespeichert. Vielleicht passiert ja auch nichts, wenn ich diese Reihenfolge spiele. Dass ich dann nochmal zurückgehen kann und diese Mission fortführe. Machen wir das doch einfach mal. Mr. Jensen, Ihre Limousine steht bereit. Können wir... Ja, bin bereit. Ja, los. In Ordnung. Detroit Local, hier ist Seraph Industries. Bravo Echo Echo 008. Setze Flug fort. Müsste eigentlich zum Vorteil für mich sein, weil ich so ungesehen aus der Delic Row wieder rauskomme. Ich musste ja eigentlich nur rein und das Waffenlager finden. Dadurch kann ich ja mich jetzt um den Rest kümmern. Wie zum Beispiel mich um den O'Malley zu kümmern. Vorausgesetzt, ich kann es jetzt natürlich noch machen. Aber ich glaube schon. War aber schon auf jeden Fall schön stylisch, wie wir da durch sind. Achso. Sind wir wo ganz anders jetzt? Ich dachte... Okay, dann muss ich doch laden. Richard,